Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Deus Ex. Ich bin Brakett und das hier ist mein Let's Play. Wir werden jedes Level spielen, ausführlich drüber sprechen und generell lange Folgen haben. Das Spiel an sich ist auf Deutsch vom Text her, die Sprache ist Englisch und die meiste Zeit werden wir Untertitel haben. Wir fangen hier einfach direkt ein neues Spiel an. Ich wähle mal ganz optimistisch realistisch, das heißt, wir haben am wenigsten Lebenspunkte und die Gegner machen am meisten Schaden. Sollte aber machbar sein, da es ein ziemlich gutes Stealth-Spiel ist. Wenn wir zuerst reagieren, haben wir gute Chancen. Wir können hier unseren Charakter erstellen. JC Denton ist sein Codename. Ich könnte ihm jetzt einen echten Namen geben, aber der spielt, glaube ich, überhaupt gar keine Rolle. Ja, nehmen wir mal Brakett als echten Namen. Ich kann auch noch sein Aussehen ändern. Aber wir bleiben bei dem Standard. So, und hier sind die Skills, die wir verwenden werden. Die meisten sind auf Standard, kosten keine Punkte bis jetzt oder wir haben keine Punkte investiert, außer der Pistolen-Skill. Der wird benutzt für 10mm Pistolen und auch die Mini-Armbrust. Den können wir verringern, das ist einer der Tricks in dem Spiel. Der wird nämlich vom Spiel automatisch wieder auf trainiert angehoben, aber wir haben jetzt 1500 Skillpunkte mehr. Ja, wir werden das Spiel hart ausnutzen hier. Was will ich können? Ich will gut mit Computern umgehen können, auf jeden Fall. Da können wir auf jeden Fall zu trainiert gehen. Vielleicht gehen wir auch noch direkt eins weiter. Muss ich gucken. Ich denke mal, ich will aber Gewehr lernen. Jede Stufe von jeder Waffe erhöht den Schaden, macht die Genauigkeit besser und hat manchmal noch besondere Fähigkeiten, hier wie hier bei den schweren Waffen. Die lassen einen nämlich langsamer laufen. Wenn man schwere Waffen ausgerüstet hat, das kann man damit wegbekommen. Aber ich denke, wir bleiben hier bei Gewehr, machen hier einen Punkt mindestens rein, vielleicht auch den zweiten. Ja, probieren wir das mal. Nee, wir verringern es. Ich will lieber einen Punkt in Nahkampf noch setzen. Und da könnte ich fast noch einen reintun, wenn ich doch nur bereit wäre, auf das Gewehr zu verzichten. Das Spiel ist schon ein bisschen schwierig, was das angeht. Wir könnten aber Computer noch direkt erhöhen, um ein Elite-Hacker zu werden. Elite-Hacker klingt gut. Nein, Profi. Ja, nehmen wir Profi. Hacken werden wir so oder so lernen. Das finde ich ist eine gute Idee. I take it he was agreeable. He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. Bunch of pretentious old men playing and running the world. The world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. Necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Not better than kings. Gods. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Wir sind, ja, wie schon erwähnt, JC Denton, starten hier an der Freiheitsstatue, direkt in der Nähe. Und wir sind die Secondary Unit, von der die gesprochen haben. Das Spiel spielt 5 Minuten in der Zukunft.
Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Welcome aboard, Agent. Ah, da kommt auch schon Paul. Dann verschieben wir die Einführung auf nach dem Dialog. I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderly wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a Gap gun, or a mini crossbow. Tja, da nehme ich auf jeden Fall die Gap gun. Die Gap gun ist ein Raketenwerfer mit Zielsuchfunktion. Never know when I might come up against some heavy armor. Give me the Gap gun. The Gap gun might be useful. They have a security bot on patrol near the statue entrance. Great. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the north dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Harriman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Okay, jetzt können wir uns doch mal ein bisschen umgucken. Das ist einmal unser Inventar. Hier ist der riesige Gap-Raketenwerfer. So wird ein bisschen gebalanced. Die Pistole braucht nur einen Inventarplatz und der Gap-Werfer direkt 8. Das ist natürlich ein gigantischer Unterschied. Und ich fand ein bisschen laut hier eben. My drink. Ah, ja, das war Agent Herrmann. Machen wir doch mal den Sound ein bisschen leiser noch. Zurück zum Spiel. Ein Fernglas, hallo. Es lohnt sich auch immer, alle Dinge aufzuheben. Hier haben wir 40, Alkohol. 40 Unzen an Alkohol sind das, glaube ich, immer. Und das ist mir zu leise. I spill my drink. Gut. Es lohnt sich auch immer überall, sich umzugucken. Denn es gibt viele Sachen zu entdecken und noch mehr Sachen zu looten. Wir machen die Kiste hier kaputt. Netterweise gibt es hier direkt einen Käfig, wo wir die erste bioelektrische Zelle aufheben und das erste Multitool. Bioelektrische Zellen werden benutzt, um unsere bioelektrische Energie wieder aufzuladen, die wir ausgeben, wenn wir unsere Verbesserungen, unsere Augmentations benutzen. Wir werden später im Spiel in JC Denton eine ganze Menge an Tech installieren können. Der wird auch hier irgendwo angezeigt. Ich denke mal hier genau bei Imp, bei Verbesserung. Da können wir verschiedene Implantate uns überlegen, die wir da einsetzen. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the north dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. Da fällt mir ein, wir können noch mehrmals mit Paul reden. You just gonna stay here? There's been some activity at sea. I'm going to watch the coast. Why'd they bring you back to New York? I don't know what they have planned. I messed up an assassination attempt on one of the triad leaders in Hong Kong. UNATCO pulled you out. It's a long story. You better head to the statue. Es lohnt sich nämlich immer, alle Informationen zu bekommen. Which triad was UNATCO targeting? We'll talk about that later. How was your graduation? I want to hear what happened. I wish I could have come. At the time, I could have cared less that Mom and Dad came to mine, but it was a good thing. The UN threw a dinner in honor of me, the first nano-augmented agent. I didn't know that. Guess I must be old news. Dad made a toast. I don't know if you remember his old brown suit. A toast? That doesn't sound like our father. It was hard for him in front of the diplomats, but he savored every moment. Strange how proud he could be when so much was due to our augmentations. Yes, he was proud. I believe that much. It was nice to have done something for him and Mom. I wish someone could have been there for you. I'm used to being on my own. One can be too self-sufficient, I'm coming to believe. So, und jetzt ist Paul mit uns fertig. Schön.
So, sprechen wir nochmal mit dir hier, du bist... What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Gunter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. Na gut, da können wir schon mal was über Gunter lernen. Gunter ist ein Deutscher, ein wunderbarer Deutscher. They come this way, I got them, sir. Ja, ja, ihr bewacht hier die Gegenden, wo nie Gegner hinkommen, ich weiß. So funktioniert das in den meisten Spielen. Und wir greifen jetzt hier die NSF an, das ist die National Secession Front. Nee, National Secession Forces, glaube ich. Ja, die wollen von den Staaten sich abtrennen. If you want to make a covert approach, remember the Academy's stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Ja, das ist immer gut zu wissen. Man kann sich nicht irgendwo hochziehen. Das gibt's nachher im Spiel. Man muss mit solchen Blöcken dann sich hochbauen, um an gewisse Sachen zu kommen. Hier haben wir eine Gasgranate. Die ist, glaube ich, relativ sinnvoll. Ich weiß aber nicht, ob sie betäubt oder ob sie... Ja, ich glaube, die betäubt nur. Aber nicht dauerhaft. So, wir nehmen jetzt mal den Knüppel, weil der Knüppel ist eine non-lethal weapon. Ich speichere auch mal das Spiel. Und dann versuchen wir mal, ob ein Schlag untrainiert... Oder nicht, ich glaube, wir haben einen Punkt reingemacht. Ob ein Schlag ausreicht, um so einen NSF-Typen hier umzuhauen. Ich weiß hier, dieser Schocker kann es auf jeden Fall... Aber der Schocker benutzt Munition. Und ich bin geizig. Warum was ausgeben, wenn wir es nicht müssen? Das ist jetzt so ein bisschen Fact-Finding. So, wir sind nah genug dran. Ja, das hat doch funktioniert. Dann looten wir dich. Wir bekommen ein Messer, mehr Munition und dann nehmen wir deine Leiche. Also, was ist deine Leiche? Du bist ja nicht tot. Der gute Mann ist nur verletzt. Der ist nur bewusstlos. Wir haben noch niemanden umgebracht. Das wird nicht so bleiben. Irgendwann werden wir auch Leute umbringen. Aber ich denke, hier macht das noch keinen großen Sinn. So, du siehst mich auf die Entfernung nicht. Das ist schon mal gut. Dann, gucken wir doch mal, wie nah ich an dich rankomme und auf welchem Weg du wieder abhaust. Du haust auf dem Weg wieder ab. Das heißt, wir strafen jetzt hier herum, bleiben von dir fern und können vielleicht gleich den nächsten niederknüppeln. Ja. Ja, der andere läuft weg, oder? Geh mir aus dem Weg. Sehr schön. Komm her. Wir nehmen deine Leiche. Ich sag immer Leiche, ja. Dabei ist er nicht tot. So, hier könnten wir... ein UNETCO MATLAB. Das könnten wir knacken mit einem Dietrich. Ich glaube, ich habe auch einen Dietrich. Aber das ist absolut nicht notwendig, dass man da einen Dietrich für ausgibt. Man kann die meisten Türen auch aufsprengen. Und hier liegt interessanterweise TNT rum. Keine Ahnung, warum das hier einfach so auf dem Gang rumliegt. Wir müssen auch fürchterlich aufpassen, dass ich das jetzt nicht zu weit werfe, weil ansonsten könnte ich mich damit selbst verletzen. Was ich getan habe. Das hat den alarmiert. Nicht gut. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich mich verstecke. Verliert ihr das Interesse an mir? Man kann sich auch lehnen. Okay, der scheint so eine Art Mini-Armbrust zu haben. Die will ich. Vielleicht ist das genau das, was wir gebraucht haben. Ich kann jetzt hier auch mein... ja, ja. Ich trinke mal das 40, da werde ich leicht besoffen. Aber darum habe ich es ja auch getrunken. Okay, jetzt geht ihr wieder. Der eine sogar langsam, das gefällt mir. Dann holen wir doch mal meinen Knüppel raus. Okay. Ja, ich denke nicht, dass ich jetzt euch verhauen kann. Ohne, dass es der andere merkt. Wir haben das da unten aufgemacht, weil da ein Medbot drin ist. Die können uns heilen. Hallo, ja. Machen wir einfach alles heilen. Dann wird mein linkes Bein geheilt. Und es gibt solche Bots auch noch für bioelektrische Energie. Jungs, euch habe ich zu nah zusammengebracht. Das ist schlecht, aber die Mini-Armbrust, sehr schön. Die Mini-Armbrust können wir gegen die auf jeden Fall benutzen. Ersetzen wir mal die Pistole dadurch. Da gibt es Betäubungspfeile, normale Pfeile und Leuchtpfeile. Ja, so Flares quasi.
gespeichert. Im Moment haben wir nur einen normalen Pfeil, na gut. Müssen wir ein paar noch sammeln. Das ist das UNETCO-Hauptquartier, was netterweise auf der Insel ist. Das ist unsere Organisation, für die wir arbeiten. International über der US-Regierung stehend anscheinend mit einem Mandat, Terrorismus zu bekämpfen. Das Spiel ist, was das angeht, sehr fortschrittlich. Freight base is under lockdown till the danger's gone, Agent Denton. Right. How you guys holding up? UNETCO command made us pull back. I guess for Gunther's sake. What's the deal? We're ready to go in. Ja, die wollen, dass ich das mache. I can't speak for command, but I'm gonna clean the place out. I hear you. Natalie's right. You nano-orgs are born and bred killers. I do my best. Better load up. There are some crates of ammo stashed in the antenna shaft behind the helipad. Might also want to check out the comm van next to it. The code's 0451. Thanks. I won't let you down. My tactic, when there's no cover like this, is to pick them off from 50 or 100 paces with a scope. What do you think? I scored an extra one from a couple of thugs we dropped down by the dock. You can have it for 700 credits. I also picked up some 10mm ammo and some crossbow tranquilizer darts. Say, 200 for one and 60 for the other. Shouldn't you turn that stuff over to the quartermaster? Sure, I will. As long as command has the rest of us on parade drill, someone might as well put this hardware to use. Tja, man muss sich immer was dazu verdienen. Das ist halt Amerika in der Zukunft. Ich kann mir das Scope leider nicht leisten. Gibt aber auch noch mehr Gelegenheiten, einen Scope zu finden. Ich nehme erstmal die Betäubungsbolzen. Here's 60 for the tranquilizer darts. Time to clean house. Aha, ich dachte schon, du denkst weniger von mir jetzt, wo ich die nicht tödlichen Sachen nehme. So, er hat uns hier ja netterweise jetzt auch verraten. Welcome aboard, Agent. Oh ja. Stör dich nicht an mir, ich mach nur alles kaputt hier. Er hat uns ja netterweise verraten, was der Code ist. Und die kann man hier wunderschön eingeben. Hallo? Achso, klicken, ne? 0451, das ist auch der gleiche Code wie am Anfang von System Shock. Dem, ich sag mal, spirituellen Vorgänger dieses Spiels hier. Oder einem zumindest. Eine Anspielung auf Fahrenheit 451. So, ich kann jetzt hier, nachdem ich was gehackt habe, habe ich eine gewisse Zeit. Je länger oder je besser mein Computer skillt, desto mehr Zeit habe ich. Damit mache ich die Kamera aus, mache die Tür auf und dann kann ich mich wieder abmelden. Später wird die Zeit noch relevant, weil man nicht einfach alles öffnen will, sondern weil man auch E-Mails und so Sachen lesen möchte. Gerade haben wir 50 Erkundungspunkte bekommen, dafür, dass wir es hier gefunden haben, dass wir das aufgemacht haben. Und da ist es gut, wenn man viel Zeit hat. Oh, hier hinten kann man noch gucken. Und die nächste Kiste besiegen. Yay, Dietrich. Sehr schön. Öffnen von Schlössern verbraucht Ressourcen. Entweder wenn ich elektronische Schlösser öffne, verbrauche ich diese Multitools. Oder wenn ich nur ganz normale physische Schlösser öffne, brauche ich Dietriche. Je höher mein Skill-Level, desto weniger Dietriche brauche ich. Gucken wir erstmal, wie nah ich an dich rankomme. Ja, das ging doch schon mal ganz gut. Und du stellst dich schon mit dem Gesicht an die Wand. Oh. That's him. He's a cop. Nein! Okay, ich kann nicht mehr prügeln. Mir geht's schlecht. Jetzt habe ich ihn betäubt. Also er weiß es noch nicht. Aber er fällt demnächst um. Das ist so ein bisschen das Dämliche an dem nicht tödlichen Spielen. Wenn es schief geht, geht's richtig schief. So, zum Glück habe ich hier den Medbot und ich wäre, glaube ich, hier fast gestorben. Weil ich weiß nicht, ob mein Tor so unter 0% fallen darf oder auf 0%. Aber wir haben jetzt hier den ersten Gegner, der sich gewehrt hat, besiegt. Es lohnt sich da doch ein bisschen, wie nennt man das, geduldiger zu sein, ja. Absolut nicht meins. Aber wir werden das sehr stealthy spielen und ich werde mal gucken, ob die Kiste hier ausreicht, um mich zu verstecken. Guck mal hier vorbei. Naja. Ja, ihr seid sicher. Definitiv. Something moved. Could be the law. Could be the law. Wahrscheinlich die Bullen. So, ich habe ihn getroffen. Ja, er ist umgefallen. Sehr schön. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. Okay, was ist das? Ah ja, da einmal ein
Kampfroboter. Vor denen müssen wir uns echt in Acht nehmen. Die haben viele Lebenspunkte und auch große Resistenzen gegen alles, was kein Explosivschaden ist. Ja, zum Glück habe ich ja den Raketenwerfer mir geholt. Und mit dem laufen wir hier sehr, sehr langsam. Gucken wir mal das. Eine Pfefferpistole, okay. Und ein Datenkubus. Ich habe in den Ruinen der Statue Selbstschussanlagen und Kameras installiert. Der Login für den Sicherheitscomputer lautet NSF001. Das Passwort ist Smash the State. Tja, ja. Terroristen halt. So, wir können hier jetzt hoffentlich lange genug auf das Ding zielen, bis es einen Lock gibt. Und dann folgt die Rakete dem Security-Bot. So, da oben das. Ist doch auch drauf schießenswert, oder? Das ist doch hier die Selbstschussanlage. Ja, da haben wir sie entfernt. Sehr schön, dann weg mit dem Ding. The NSF put a commercial-grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. Mehrere Leute. Mehrere Leute hier auf engem oder eng zusammenstehend. Der Typ hat ein Scharfschützengewehr, wenn ich das richtig sehe. Mal gucken, ob ich mich an den Rand schleichen kann. Ich würde nämlich schon gerne in einem Schlag ausschalten. Und es sieht bis jetzt gut aus. Wenn er sich jetzt nicht umdreht, dann haben wir unser Scharfschützengewehr verdient. Also es lohnt sich echt, den Gap-Launcher zu nehmen. Einfach, weil man hier ein Scharfschützengewehr findet. Und die Mini-Armbrust haben wir auch direkt gefunden. That's him. He's a cop. These guys aren't so tough. Ja. Hätte ich doch mal mehr in meine Augmentations gesetzt. Okay, hier stehen wir jetzt wieder. Gucken wir mal, wie nah ich an dich rankomme. Und dann nehmen wir diesmal den Kettle Prod. Dann schocken wir dich halt. Wenn es sonst nichts bringt, ne? Und dann verprügeln wir dich. Haha. Ein Bewusstloser und ich habe das Präzisionsgewehr. Kein Platz im Inventar für meinen Tech-Feldstecher. Warte mal, komm mal mit. Oder ich kann dich erst bewegen, wenn ich dich leer geräubert habe. Na gut, dann. Wie droppe ich etwas? Ah ja, ablegen. Okay. Der Schokoriegel, den behalten wir. Die Zigaretten, die werden wir erstmal wegwerfen. So. Ich habe jetzt ein Scharfschützengewehr. Das geht mit 4 sogar noch. Die Waffe brauche ich nicht unbedingt. Ich will auch keine Pfefferpistole benutzen. Nee, lassen wir erstmal weg. Die Crowbar ist redundant, sag ich mal. Weil wir haben ja jetzt hier das schöne Ding, den Schlagstock. Und das ist die Gasgranate. Da haben wir doch ein bisschen Platz zumindest wieder. Das wird noch ein großer Punkt werden. Inventar kann man leider nicht vergrößern. Man muss sich entscheiden, was es sich lohnt, dabei zu haben. Ein gutes System, ja. So, jetzt habe ich ein Scharfschützengewehr, kann aber nicht wirklich damit umgehen. Mehrere Leute wieder auf engem Raum. Gucken wir mal. Ich bin komplett dafür, hier alle Leute auszuschalten. War ich hier schon? Nein, hier war ich noch gar nicht. Okay, vielleicht schalten wir auch nicht alle Leute aus. Nee, das ist nur ein Körper. Der spielt keine große Rolle für mich. Netterweise sind die Sichtfelder der Gegner nicht so weit. Die scheinen alle brav auf den Boden zu gucken. Und, hallo. Ich hab dich noch gelobt. Und dann machst du sowas. Guckst schräg in meine Richtung. Das geht ja mal gar nicht. Dann knüppeln wir dich halt da hinten in der Ecke. Das passt mir sowieso gut in den Kram. Kurzes Speichern. Das überschreibt auch den Speicherpunkt. Also wenn wir es verkacken, dann verkacken wir es richtig. Ich denke, das ist wieder ein Moment für den Kettle Prod. Aha. Oder geschicktes Manövrieren. Ja, weil es gibt einen Sneak Attack Bonus. Definitiv. Also man kann Leute... Man macht Leuten, wenn man das richtig macht, macht man denen deutlich mehr Schaden, indem man hinter ihnen steht. Und da muss man sich halt einfach mal ein bisschen drauf einstellen.
Das Spiel ist da ein bisschen fuzzy. Ich fühle mich so ein bisschen auch wie in Dark Project, was ja, also in Thief, The Dark Project, was ja auch richtig ist. Das kommt ja quasi von den gleichen Leuten hier. Die Stealth-Mechanik. So, das ist sehr dunkel hier. Oh, du läufst so schön an mir vorbei. Das da vorne ist ein, weiß ich gar nicht, ein NSF-Offizier vielleicht sogar? Nehmen wir die Leiche. Den bewusstlosen Körper, ja. Wenn man Leichen, also wenn man bewusstlose Körper ins Wasser wirft, dann ertrinken sie auch. Das ist so. Und der wäre jetzt, oder würde jetzt alarmiert werden, wenn er den anderen Kollegen gesehen hätte. Aber so hat er keine Chance. Nächste Brechstange. Ja, ich werde mein Inventar sehr oft aufräumen müssen. Weg mit dir. Ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Schauen wir hier um die Ecke. Ich glaube, ich habe hier schon jemanden gesehen. Nein, habe ich nicht. Okay. Was sagt denn die Karte? Karten gehen normalerweise mit M auf. Hier in dem Fall nicht. Habe ich noch? Ah, hier ist die Karte. Die zeigt allerdings nicht an, wo ich bin. Also es ist so eine Art Oldschool-Karte. Wir kommen von hier, vom South Dock. Ich glaube, wir sind hier herumgelaufen. Müssten aber also irgendwann hier... Oder wir sind hier rumgelaufen. Wir finden das einfach heraus. Irgendwann kommen wir zum North Dock. Das müsste dann da sein, genau. Ja, ja, ich weiß, wo wir sind. Gucken wir nochmal auf die Karte. Wir sind dann wohl hier entlang gelaufen. Und kommen jetzt gleich nach hier. Hier müssten noch mehr Gegner sein. Und der Bot da hinten ist grün. Das ist ein freundlicher Bot. Den brauche ich nicht zu zerstören. So, oh, da unten sind mehr NSF-Leute. Das ist eine Organisation auch mit einer großen Hintergrundgeschichte im Spiel. Die gibt es wohl schon seit Jahrzehnten unter verschiedenen Namen. It all happened an hour ago. The barge docked and the NSF moved right on in, offloading the cargo into speedboats. Our undercover man, Harley Philbin, should be somewhere out on the docks now. Nur Zigaretten und Fackeln, das finde ich nicht gut. Oh, 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 oh. Hier weiß ich nicht, was ich machen soll. Okay, er ist stehen geblieben. Nein, er ist nicht stehen geblieben. Hör auf zu laufen. Nee, wir sind nicht tough. Das stimmt schon. So, ich bin hier. Das ist nicht schlimm. Ja, gucken wir mal. Beobachten wir ein bisschen, bevor wir einfach blind reinrennen. Für blind reinrennen ist wohl die Schwierigkeitsstufe realistisch nicht die richtige. It all happened an hour ago. The barge docked and the NSF moved right on in, offloading the cargo into speedboats. Our undercover man, Harley Philbin, should be somewhere out on the docks now. Und was tue ich? Natürlich renne ich rein. Hallo? Ich habe noch nichts gelernt gerade. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich ihn hier taser. Ob das von der Seite so funktioniert. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Tasern, umknüppeln, dem anderen hinterherlaufen. Ah, scheiße. Okay, den habe ich getroffen. Den habe ich auch getroffen. Jetzt ist es nur noch ein Katzen- und Maus-Spiel. Seine Lebenspunkte fallen. Der andere hat seine Waffe sogar weggeworfen. Schön. Dann ist er umgefallen. Ich glaube, unser anderer Kamerad, ja, der macht es auch nicht mehr lange. Also das kann man dann auch machen. Die Leute haben jetzt noch nicht so viel Schaden, dass sie mich umbringen könnten in der kurzen Zeit. Und das nutzen wir absolut aus. So, hier gibt's Raketen. Und Sniper, ja, Sniper-Munition, so heißt das genau. Sniper-Munition, sehr gut. So, hier kann ich hoch, sehe ich aber noch nicht den Sinn von. Machen wir ein bisschen Inventar aufräumen. Das kommt doch immer gut. So, das ist dann wahrscheinlich mein Kontaktmann. Mit dem sprechen wir zu allerletzt. Erstmal knüppeln wir das hier kaputt.
Das sieht so nach, genau, nach Medpack aus. Ja, und die stacken sogar. Die stacken. Oh, wie schön ist das denn? Zwei Stück aufeinander. Das tut meinem Inventar gut. So, ja, okay, ich will diesen Karton zerhauen. Einfach nur, weil es schön aussieht. Hast sogar eine Freundin. Hi. About time you showed up. Iron and copper. The statue is copper on an iron frame, right? Passwords enough, pal. Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get inside. Depends. You get your man out, take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. Ja, vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. You can trust me. I'll take your word. Here's the key to the front entrance. Commander's not much of a soldier. He'll surrender as soon as he sees you. I need him alive because he's my main contact at the NSF. If he's dead, I don't have much of a business. Thanks. Ein echter Menschenfreund. How do you know so much about the commander? He's my main contact at the NSF. I need him alive and out on bail. UNATCO will probably keep him in custody. At least he has a chance if he's alive. I warned him, you know. I said right to his face, don't take weapons into the lady. That makes you as bad as UNATCO. Don't forget, it was the NSF that C4'd the statue in the first place. UNATCO's here to put the pieces back together. Ask me, I think the government did it. They want people to think the NSF are terrorists. Ja, das Spiel ist echt voller Verschwörungstheorien und ich finde die alle sehr gut. Sehr gut und sehr relevant zur heutigen Zeit. So relevant, wie sie damals in 2000 waren, sind die heute immer noch. I'd better get paid good for this. Ich glaube, du wirst da gar nicht für bezahlt. Tut mir echt leid, aber hier wird niemand bezahlt außer JC Damon. You with Philbin? I get a cut for bringing him over. Tell me what you know about the NSF operation. I'm not that high level. The more elite troops, they're the ones that took over the ship and unloaded it into speedboats. I think we're supposed to be a diversion. A ship? That's all I know. The commander gave me a 10mm clip, a box of .30-06 ammo, and some crossbow darts, and said, keep your head down. Like I'm gonna take on your UNATCO troops. Want them? You can have the clip for 175, the .30-06 for 300, and the darts for 50. But if I was you, I'd avoid a head-on attack altogether and not even use the key Philbin got. I'd go in the statue from the back. Less security that way. Das ist eine gute Idee. Die Bolzen, das sind Betäubungsbolzen, oder? Weil 50 bin ich bereit, dafür auszugeben. I'll give you 50 for the darts. The commander's the whole reason my neighborhood turned into a war zone. Somebody should stick him full of these things like a roast pig. Ja, schade. Schade, schade, schade. Waren nicht die richtigen Bolzen. Nein, waren die falschen Bolzen. So, hier gibt es irgendwo noch ein Boot. Soweit ich weiß. Aber wo? Das ist die Frage. Den Teil kenne ich nicht so gut hier. Ich kenne generell das ganze Spiel nicht mehr so gut. Ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber das da unten sieht aus wie ein Boot. Wie komme ich wieder hier hoch, wenn ich einmal da runtergehüpft bin? Hier rüber? Ja, hier rüber. Okay. Dann gucken wir doch mal. Da will ich nämlich rein. Hier wäre es jetzt praktisch, wenn ich schwimmen gelernt hätte. Oh, zwei Dietriche? Nein, bin ich nicht bereit auszugeben. Da werden wir wieder die Umwelt geschickt für uns nutzen. Und das TNT, was wir vorne gesehen haben, hierher holen. Oh Gott, komm. Das ist echt hart. Aber ich bin froh, wir haben es geschafft. Wir sind am Leben. Kurzes Speichern, bevor ich mich mit dem TNT-Kanister umbringe, wie sonst auch. Komm her. Und dann werfen wir den in das Wasser, ungefähr über dem Schloss. Er sinkt. Nee, er sinkt nicht. Das wird doch schlecht für mich enden. So, wir schieben ihn ein bisschen. Schieb, 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 schieb. Das wird genug sein, oder? Und jetzt habe ich natürlich keine Pistole mehr, oder? Nee, ich habe sie noch, okay. Dann rüsten wir die mal ganz kurz aus. Nehmen so viel Abstand, wie ich kann. Oh Mann, ich muss echt Waffen trainieren. Das dauert viel zu lange, bis das Zielfernrohr zusammenzieht. Dich hat das verunsichert. Okay. Finde ich gut. Macht Sinn. Und jetzt sollte ich hier rankommen, oder?
Ist aber sehr dunkel. Was ist F12? F12 ist Licht, genau. Taschenlampe, sehr schön. Oh Gott, oh Gott. Eine Waffenmodifikation. Noch eine Waffenmodifikation. Oh, eine abgesägte Schrotflinte. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Okay. Ist die Schokolade? Die Flares werden wir wegwerfen. Ja, ja, alle. Oh, dann ist die Frage, wie viel Platz nimmt das weg? Okay, reicht. Komm, JC. Leb. Du musst leben. Ah, so ist gut. Torso komplett kaputt. Aber wir haben eine abgesägte Schrotflinte. Vermutlich keine Munition dafür. Wenn ich drüber nachdenke, aber naja. Eine Soda, okay. Mal sehen, die bringt, wie viel? 2 Lebenspunkte. Ja, hat sich doch gelohnt. Gut, dann schauen wir mal. Abgesägte Schrotflinte, ausrüsten. Ich habe 4 Schuss und oh ja, das sieht doch nach was aus hier. Dann gucken wir mal nach dem Medbot, ne? Oh, nee, du bist nicht der Medbot. Der Medbot war genau auf der anderen Seite. Ein langer Weg, aber nicht das Schlechteste. Kostenlose Heilung werden wir später nicht mehr haben. Da müssen wir Medipacks benutzen. Oder vielleicht besser tauchen. Ja, das wäre auch eine Option. So, hier ist der Eingang. Da will ich nicht rein. Da ist der nächste NSF-Typ. Hallo, ich habe noch keinen Streit mit dir. Zumindest fühle ich mich gerade auch nicht gesund genug für einen Streit mit dir. Vielleicht bist du auch der Glückliche, der überlebt. Also, der nicht bewusstlos hier rumliegt. Das kann alles sein, ja. Ich bin da offen. So, hallo, Medbot. Du bist mein bester Freund. Das kann der ständig, der Medbot. Ja, gar kein Problem. Alle Minute. So viel Schaden kann nicht mal ich nehmen. So, du siehst mich nicht. Dann laufen wir hier erstmal weiter. Ich kann dich theoretisch mit einem Pfeil K.O. schießen. Solltest du dich zeigen? Ja, da ist er. Aber ich prügel dich natürlich auch gerne kaputt. Tap, 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 tap. Und mein Tap. Ja, sehr gut. Wenn das so weitergeht, kann ich die Munition verkaufen. Dann kann ich einer der NPCs sein und sagen, hey, möchtest du meine ganze 10mm Munition kaufen? Und die Leute müssen sagen, ja. So, da ist die Statue. Hier sind noch viel mehr NSF-Leute. Ja, da 2, da 3. Eventuell wäre es doch sinnvoller gewesen, von der anderen Seite hier ranzugehen. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr zurückzulaufen. Also schleichen wir uns hier durch. Ihr scheint ja alle ziemlich statisch zu sein. Und dann dürft ihr halt leben. Beziehungsweise bewusst, bei Bewusstsein bleiben. Ja, ich töte ja niemanden. Ich bin quasi der Robin Hood hier. Hallo. Da unten habe ich jemanden gesehen. Vielleicht musst du doch ein bisschen leiden. Kommt halt drauf an, wie deine Route ist hier unten. Und weglaufen. Er schießt nicht auf mich. Das finde ich schon mal gut. Verstecke ich mich bei der Ratte hier. Die ist freundlich. Das finde ich schon mal gut. So, ja. Okay, du bist ein anderer Typ. Der unten müsste jetzt auch umgefallen sein. Entweder umgefallen oder weit weggerannt. Beides ist mir recht. Okay, der ist tiefer hier reingerannt. Das finde ich gut. So, hier könnte ich einen Schutzanzug nehmen. Wenn ich denn Platz dafür hätte. Ja, so ist das, wenn man zu viel, wenn man zu viele Sachen hat, weil man zu viel weiß. Ich glaube, wir lassen einfach die Schrotflinte hier liegen. Die mag zwar cool sein, aber ich wollte ja ohne Umbringen durch die Gegend kommen. Was haben wir an Modifikationen eben gefunden bei dem Schiff? Wir haben einmal Laden, damit kann man die Ladezeiten senken und ich könnte es jetzt auf die Waffen hier anwenden. Das lohnt sich wahrscheinlich schon hier bei dem K.O.-Fallen, das zu benutzen. Die haben ja eine
elendig lange Ladezeit. Präzision könnt aber auch auf die K.O.-Pfeile anwenden. Ich glaube, wir bekommen keine bessere Waffe mehr, was die Pfeile verschießt, als die Seminierarmbrust. Und das Präzisionsgewehr sollte eigentlich... dich wollte ich behalten. Dich wollte ich ausrüsten. Das sollte eigentlich genug Präzision haben. Gerade da ich die Fähigkeiten ja gesteigert habe hier um 1. Oh Gott, wie ist Zoom? Das muss ich nochmal nachlesen. Soll uns jetzt nicht stören, wie Zoom geht. Rechte Maustaste ist es nicht. This powerbox must have been damaged in the raid. Don't cross through the arcs. I'm also picking up an EMP field here. If you're not careful, it'll suck away your bioelectrical energy. Und das hier ist ein Beispiel für die vielen, vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie man um ein Spiel, oder wie man hier mit Hindernissen umgehen kann. Wir könnten hier das Ding hacken mit einem Multitool. Wir könnten mit dem Schutzanzug einfach durchlaufen. Oder wir nutzen eine Low-Tech-Version, fahren hier diesen Gabelstapler hoch und hüpfen da oben drüber und weichen somit hier den Energiestrahlen aus. Gibt auch wieder Erfolgspunkte oder Fertigkeitspunkte fürs erfolgreiche Erforschen einer Gegend hier. Nicht den Feuerlöscher hauen. Der könnte kaputt gehen. Komm. Ich will da hoch. Und eine weitere Waffenmodifikation. Sehr schön. Magazin. Das wird... Und Laser. Laser ist auch gut. Laser. Da weiß ich jetzt nicht, wo wir die benutzen. Da muss ich, glaube ich, nochmal nachlesen. Laser steigert auch die Präzision. Aber ich glaube, auf eine andere Art und Weise als Präzision. Das Magazin benutzen wir ruhig bei der Sniper Rifle. Da hat die mehr Schuss. Ich glaube, die kommt am Anfang nur mit 6 Schuss daher. Und da lohnt es sich doch, die ist auf 9 zu upgraden. Ja, die Laser-Modifikation behalten wir mal. Feuerlöscher weiß ich nicht, wofür der ist. Also klar, zum Feuerlöschen, aber ich weiß nicht, ob man den einsetzen kann irgendwo hier. So, das legen wir hier hin und dann hüpfen wir rüber und sind fertig mit dem Bereich hier unten. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Hier oben war ja, genau, hier oben war ja wer. Ich könnte dich natürlich erschießen. Das würde mein Problem hier lösen, ne? Gucken wir mal, ob ich nach da quasi entkommen kann. Das hat mich ganz schön weggestumpt gerade. Und hier können wir jetzt wieder rennen. Ja, jetzt sehe ich dich aber nur von der Seite, ne? Ja, das macht es jetzt nicht unbedingt besser für mich. Ja, definitiv. Ich bin ein Cop. Meine Sonnenbrille hat mich verraten. Das ist die typische Cop-Sonnenbrille. So, jetzt bin ich weit genug gelaufen, oder? Der Typ gibt gleich auf und fällt um. Ja, da ist er umgefallen. Sei froh, dass du nicht dem Bot begegnet bist, ne? Ich habe hier quasi dein Leben gerettet. So, machen wir die Kiste kaputt. Und dann könnten wir jetzt hier schon hintenrum auf die Plattform. Ja, ich sage schon. Wir sind 45 Minuten in das Video hinein, ungefähr. Und ich sage schon, ja. Es gibt aber viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie der Fronteingang aussieht. Ich habe da ja einen Bot zerstört und auch ein Maschinengewehr-Turret habe ich auch zerstört. Vielleicht ist der Fronteingang diesmal das Richtige, denn ich will ja Gunther, will ich ja retten. Und Gunther ist im Keller. Und wenn wir jetzt oben rüber einsteigen, weiß ich nicht, ob das Sinn macht dann. So, hier vorne haben wir ja gelernt, eine Webcam. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt Smash the State und NSF 001. Das ist amerikanische Tastatur. Nee, das ist Caps Lock, ne? Ha! Smash the State. Hat nicht geklappt. Okay, dafür habe ich hacken gelernt. Gucken wir mal, ob jetzt hier steht was. Naja, nee, steht nicht. Verriegelt, entriegelt und off. Ja, das war doch praktisch. Viel Zeit. Du bist jetzt aus. Überbrückt steht dahinter. Ah ja, hallo NSF-Mann. Ein weiterer Dietrich.
Okay, du läufst und da oben läuft der Nächste. Also wenn wir jetzt hier mit dem K.O.-Pfeilen arbeiten, dann werden die sich gegenseitig definitiv alarmieren. Da gucken wir doch erstmal. Oh ja, Lean ist so eine geile Spielmechanik. Ich spiele hier Kuckuck mit euch. So, du gingst, glaube ich, innerhalb. Gingst du jetzt innerhalb der Säule nach rechts? Oh, ich weiß es nicht mehr. Hallo? Das ist definitiv alles zu knapp hier. Ja. Du weißt von nichts. So muss das sein. So, hier muss ich sehr aufpassen. Die sind nämlich richtige Drecksäcke und manchmal machen die Minen an die Wand. Und ich weiß noch nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Da oben ist noch eine aktive Kamera und auch ein aktives Turret. Ich glaube, der Typ da oben muss zuallererst weg. Was auch immer ich tue, der Typ da oben muss zuerst aufhören, hier ein Problem zu sein. Dann können wir zu dem Geldautomaten gehen und uns ein bisschen Geld von Zivilisten besorgen, ne, indem wir Bankaccounts hacken. Keine Ahnung, wie ich das moralisch rechtfertige. So weit bin ich noch nicht. Ich bin schon mal froh, dass ich niemanden umbringe. Ja? Das ist für mich was ganz Neues. Langzeit-Fans des Kanals werden das gar nicht kennen. So. Hier muss ich jetzt mich auf mein Gehör verlassen. Also warten wir. Mein Gehör ist nicht das Beste. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Du machst mich schwach, mein guter Mann. So. Jetzt haben wir hier oben im Prinzip freie Hand, oder? Mal gucken. Ja, da drüben die Kamera stört das nicht. Die scheint nur auf den Eingang zu gucken. Da ist, eine PS-20. Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Fernkampfwaffe. Irgendeine Pistole. Irgendeine Art, gucken wir doch mal im Inventar jetzt, wo wir sie erwähnt haben. Ja, hier so eine tödliche Pistole mit integriertem Schalldämpfer, die kleine Plasmaladungen verschießt. Ja, Plasma klingt sehr tödlich. Da gehen wir mal einen Schritt von weg. So, mehr 40. Und hier haben wir den Bankautomaten. Na komm. Ein öffentlicher Bankautomat, den werden wir hacken. Schließlich habe ich die Skills nicht ohne Grund gelernt. Und, 200 Credits abheben. Von wem auch immer. Ist mir egal, ja. JC Dent, internationaler Bankräuber. Das war laut. So, dann gehen wir hier ganz vorsichtig außen rum, weil hier ist Gunther Herrmann. Der deutscheste Deutsche. I think Gunther is being held behind this laser-triggered alarm. If you don't want to set off the alarm, you can either hack the control panel in the doorway or find a way around. My blueprint of the statue shows a few air shafts. Okay, ich könnte hier zwei... den Alarmknopf. Nee, den wollen wir gar nicht... Hier läuft doch irgendjemand. Naja, du. Was hat der gute Mann jetzt gesagt? Gucken wir mal im Log nach, oder? Das müsste doch hier drin stehen. Hier. Oder ich umgehe den Bereich. Es sind einige Luftschächte auf den Plänen eingezeichnet. Okay, Luftschächte. Ach, hallo. Ja, dann umgehen wir doch den Bereich. Machen wir das doch so. This security setup is strictly amateur stuff. Keep an eye out for ways to bypass it. These old pre-millennial buildings are riddled with ventilation shafts and maintenance tunnels. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Jetzt, wenn ich F12 drücke, macht Steam einen Screenshot. Naja, das wird mich freuen nachher. So, das können wir ausmachen. Ich liebe doch Screenshots von meinem Spiel. So, hier bin ich. Wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich brauche einen Gegner. Ich muss herausfinden, wo der Gegner ist. Die bioelektrische Energie ist auch das links neben meinem Körper oben links in der Ecke, was jetzt nicht mehr ganz voll ist. Oh, Sojanahrung. Na, die essen wir sofort. Soja macht gesund. 0 Punkte geheilt. Naja, von mir aus. Okay, das ist eine Tür, die ich nicht aufkriege. Also, die ich nicht aufmachen will, weil ich muss ja Ressourcen sparen, bis mein Inventar komplett voll mit Dietrichen und Multitools ist. Und Medpacks. So, hier haben wir, eine Kontonummer.
Jetzt ist die Frage, ist das die gleiche, die ich gehackt habe, oder kann man da nochmal was machen? Ich hoffe, das Spiel schreibt auf, was ich hier sehe. Denn ich werde mir das definitiv nicht merken. So, hier kann ich gar nichts tun, hä? Okay. Wie hat mir das jetzt geholfen? Ich glaube auch nicht, dass ich hier vorbeischießen kann. Okay. Dann gehen wir wieder hier rein. Und knacken die Tür hier vorne. Ich habe jetzt erst in Baldur's Gate gelernt, wie toll ein Spieler ist, wenn man die Ressourcen wirklich einsetzt, die man hat. Das macht das Spiel gleich ganz anders. Knacken wir mal die Tür hier. Die Schlossstärke sinkt und die Tür ist geknackt. Zum Glück geht die lautlos auf. So, dann tapst jetzt da vorne irgendwo der Typ rum, oder? Ah, Agent Gunther. Gunther Herrmann. Gunther ist ein großartiger Typ. So, ich werde ungeduldig, wie Agent Gunther auch. Muss wohl hier an der Umgebung liegen. Okay. Achtung, 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 Achtung. Ah, Sicherheit. Gucken wir mal, wie weit der hier. Der läuft eine komplette Runde, oder? Nicht mit mir reden, Gunther. Der läuft die Runde. Who's there? I got it. Got it. Maybe we have a chance. Ihr seid zwei Leute. Okay, ich sehe, ich muss hier ein bisschen mehr aufpassen. Die Tür haben wir aufgemacht, ja. Wo kam denn der zweite her? Gucken wir nochmal von hier. Hier steht einer. Okay. Ach. Careful. These Unico guys got all the tricks. Oh, der hat den Alarm ausgelöst. Und kommt dann wieder, um mich zu verhauen. Ja, okay. Ja, ja, ja. Macht ihr euch nur lustig über mich. Diesmal werde ich dich bekommen, weil ich zu schnell bin. Okay, da kommt der nächste. Ich glaube, das ist einfach ein schlechter Moment, hier den Helden zu spielen. Wir müssen wohl warten, bis der eine wieder weg ist. Okay. Ich meine, mit ein bisschen mehr Rumrennen und K.O.-Fallen hätte ich es ja geschafft. So. Oh ja, oh ja, oh ja. Nee, warte mal, das war letztes Mal mein Fehler, ne? Ja, ja. Der läuft jetzt wieder zurück, oder? Während er zurückläuft, haue ich ihn hier in diesem Bereich nieder. Aha. So, dann steht der Typ hier gleich eine Weile einfach nur rum. Und dann geht er zu Agent. Nein, nein. All clear. Oh, ich bin so froh, dass du nicht in die Ecke geguckt hast hier. Na komm. Ja. Unglaublich. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das noch klappt. So, die Waffe kann nicht nachgeladen werden. Ja, das ist natürlich ein sehr guter Hinweis. Und was haben wir hier? Eine Granate. Das sind Lambs. So, du bist Agent Gunther. Hey, Agent Gunther. Ich würde dich gerne rauslassen. Keine Ahnung, was man hier machen kann. Das kann man nicht öffnen, nee. Später kann man, wenn man die richtigen Augmentation benutzt, kann man noch größere Kisten durch die Gegend schleppen. Aber das ist für uns im Moment. Gunther's in that room. One of our top agents. Nehmen wir mal hier die Kettle Prod, weil ich weiß nicht, ob ich den von hinten wirklich erwische. Da machen wir das ein bisschen seitlich. Na, das war ja in letzter Minute hier. Oh Gott.
So. Die Kamera hat sich auch wieder beruhigt. Die habe ich gar nicht gesehen. Hey. Hacken. Ich weiß nicht, ob das die Zeit anhält. Ich glaub's aber nicht, so wie das Spiel ist. So, dann machen wir die Kamera aus, mal die Tür entriegelt und offen. Außerdem Geschützstatus. Wie wär's mit deaktiviert, genau. Das merkt keiner. Und wir haben niemanden umgebracht. Oh, eine Zeitung. Vom Family News Network. Als mich die Kinder meines Blogs zum König der Welt ernannten, ein politisches Amt, das zum Glück nur 8-Jährigen offen steht, begann ich sofort mit der Festigung meiner Macht. Was ist denn das für ein Zeitungsartikel? Ich schaffte augenblicklich das Wahlrecht ab und erklärte, dass die Königswürde für alle Zeiten untrennbar mit meinen Nachkommen verbunden sei. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was meine Untertanen zu diesem Schritt gesagt haben. Das ist nicht fair? Vielleicht? Oder das kannst du nicht machen? Meine Antwort? Doch, ich kann. Ich bin König. Die weitere Debatte wurde mit Steinen geführt. Sogar Gretchen, das grünäugige, bezaubernde Gretchen, hielt mich am Boden fest, als die anderen Kinder ihren Anspruch auf meinen Thron mit Steinen Nachdruck verliehen. Mit nur 35% der Wählerstimmen nach UN-Finanzierungsfiasko musste Präsident Meert erkennen, dass diese Kinder und Millionen andere freie Menschen inzwischen wahlberechtigt sind. Wer möchte den ersten Stein werfen? Okay. Ich tu mal nicht so, als hätte ich das verstanden. Da ist Gunther. Gunther ist sehr zurückhaltend, finde ich gut. Hi, Gunther. Glad you're not hurt, Agent. Command should not have left us to be surrounded. Risk is part of the job. I think you lucked out this time. Agent Navarra and I were ready to go in, but for no reason they said pull back. I do not retreat. Please give me a weapon and move out of the way. Ja, Gunther ist noch einer der ersten augmentierten Menschen. Der ist noch mechanischer augmentiert als ich. Ich gebe dir eine Pistole. Ich will schließlich, dass du mein Freund bist. As you wish. Take my pistol. That will be adequate. I will secure this level. You proceed up the stairs to the command center at the top. Ja, sehr schön. Sekundärziel erreicht. Also man muss ihn nicht befreien, aber hält einem das dann den ganzen Rest des Spiels vor? Und, okay, Wein. Ja. Ich weiß. Mal gucken. Ist der gut für mich? Steht nichts dabei. Manchmal steht der minus Lebenspunkte, dann würde ich es jetzt halt benutzen, aber so. Bin ich doch immer für ein bisschen Wein zu haben. So, da könnte ich theoretisch ja durchlaufen, oder? Ja. Aber ich glaube, das ist eine dumme Idee. Dann geht vielleicht der Alarm los. Ich weiß nicht, wie Gunther das gemacht hat. Aber wir gehen jetzt hier lang. Ja, machen wieder einen Screenshot. Und sparen Energie. Energie ist relativ schwer auch aufzufüllen. Entweder mit den bioelektrischen Zellen, die man findet, oder mit den Bots, die ich erwähnt habe. Aber die Bots sind nicht so häufig. Und die elektrischen Zellen eigentlich auch nicht, ne. So. Da... Ja, da wollte ich ja nicht hoch, ne. Da ist ja... Das sieht schlecht aus. So, hier kann man nichts mehr machen. Also es ist anscheinend echt so, man findet entweder die Zugangsdaten hier im Level oder man hackt die. Also haben wir im Prinzip nichts gewonnen, außer dass wir nicht erkunden mussten. Oder hätten müssen. So, hier kann ich rausgucken. Das bringt mir aber erstmal nichts, ne. Komme ich nur durch den Gang dahin? Dann ist ja vorne rum reingehen wirklich schlecht. Mal gucken, wie lange ich oder wie weit ich an dieses Terminal daran komme. Das gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir gar nicht. Hallo? Piep, 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 piep. Naja. Hauptsache, die, das Turret ist kaputt. Ja. Also die sehen mich relativ zeitig. Und dann lösen sie den Alarm aus. Agent Gunther, du darfst dich hier weiter mit beschäftigen. Ich gehe, glaube ich, den alternativen Weg. Ja, wir gucken mal, ob es obenrum einfacher ist. Ich weiß, obenrum ist es einfacher. Darum wurde es uns ja auch empfohlen, obenrum zu gehen. Und ich glaube, wir haben auch sonst an sich alles getan, was wir hier tun können. Wir haben die Schrotflinte gehabt, wir haben das Snipergewehr bekommen. Ja, ich habe Agent Gunther gerettet.
Auch wenn er natürlich keine Hilfe bedürfte. Und jetzt können wir hier hochklettern. Ich glaube, da brauche ich auch keinen dieser... ich brauche die Metallkisten. Das ist schon eine schöne Mechanik hier. Und hier einen richtig guten Jump. Und dann hier hoch. So, von hier könnte ich jetzt auch, wenn ich wüsste, wie man zoomt, mein mächtiges Scharfschützengewehr einsetzen. So, da haben wir zwei Leute, da drüben steht einer. Das ist der Kopf der Statue. Da lohnt es sich vielleicht mal vorbeizulaufen. Hallo, Kopf der Statue. Okay, kein geschichtlicher Hintergrund hier, der mir gerade preisgegeben wird, nein. So. An dich mache ich mich ran. Das ist alles sehr riskant hier. Aber den Tüchtigen ist das Glück bekanntlich hold. So, komm her. Komm her, komm her. Oh, jetzt haben wir wieder das Problem. Kein Platz für deine wertlose Ausrüstung. Also... kann ich deine Leiche nicht nehmen. Da werfen wir dich hin. Und dann lassen wir die Brechstange fallen. So, rennen wir einmal hier rum. Das sieht mir nämlich zu sehr nach Medpack aus. Und ich will alle Medpacks. Ich brauche alle Medpacks. Ich brauche das Monopol, was Medpacks angeht. Das war ja wie im Intro-Video. Wenn man das Vakzin kontrolliert, dann kontrolliert man die Menschen. Ich werde die Medpacks kontrollieren. So, du wirst dich schon irgendwann umdrehen. Und wenn du es tust, werde ich wissen, wie weit dein Radius geht. Naja, vielleicht dreht er sich auch erst hier vorne um. Vielleicht guckt er auch gleich in meine Richtung. Soll mir recht sein. Uiuiuiuiui. Das ist schon hart. Ja. So, eine weitere Pistole. Deswegen ist es ganz gut, dass wir auch unsere Pistole nicht geupgradet haben, bevor wir mit Gunther gesprochen haben. Der hätte nämlich jetzt die guten Upgrades mitgenommen. So, und da... was ist da? Oh, es gibt so viel. Ich erwarte hier irgendwie Bomben. Nee, keine Bombe da. Das ist auf jeden Fall ein Weg nach oben. Gucken wir mal, wie weit der Typ mir folgt. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das hat fast nicht funktioniert. Ah, da will ich eigentlich nicht hoch. Nee, das ist mir, glaube ich, zu riskant. Gucken wir lieber nochmal hier raus. Und gehen die Treppe hier eins weiter hoch. Ja, das sieht doch freundlicher aus. Ah, laufen wir einmal rum. Ja. Ich will einmal wissen, was auf jeder Seite war oder ist. Nichts. Okay. Tipp, 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 tipp. Wieder nichts. Okay, jetzt haben wir es einmal erkundet. Und wir haben festgestellt, es hat sich nicht gelohnt. Nicht wirklich, nein. So. Kurz einmal hier oben. Ja, da ist die erste Gasgranate. Da weiß ich nicht genau. Kann ich die aufsammeln, wenn ich mich nur beeile? Ja, ich kann sie aufsammeln, wenn ich mich nur beeile. Sehr gut. Das war knapp. Und wenn man eine Waffe ausgerüstet hat, hätte es auch nicht funktioniert, ja. Das habe ich schon gemerkt, so. Jetzt kann ich hier... Did they find the shipment? Yeah, we got... Who's there? I think the law's on us. Nein, 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 niemand ist hier. Alles ist gut. Ich dachte, ich kann nicht gesehen werden, wenn ich mich lehne. Ihr habt von einem Shipment gesprochen. Ich glaube, ich habe schon erfahren, dass ihr von dem Ambrosia, von dem Impfstoff, ein Shipment geklaut habt. Dass das hier vielleicht auch euer Sinn oder der Sinn eurer kleinen Exkursion war. Laden wir mal kurz die Waffe nach. Und dann versuche ich euch umzuballern, ne?
guckst du in meine Richtung? Nee. Uh-oh. I got this. Ihr wisst gar nichts und ihr habt auch nichts. Hahaha. Der tapfere Sir Denton. Und, ihr seid ja noch da. Ach so, ihr rennt vor mir weg. In meine Richtung. Das finde ich gut. Warte mal. Ah, da. Okay. Kein Platz für die Brechstange? Joa, finde ich gut. Komme ich mit klar. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier alle Gasgranaten der Welt sammeln kann. Ah, nee, hier ist keine. Vielleicht ist ja hier eine. Ja, da ist eine. Hahaha. Dann ist da vielleicht auch eine. Wobei, hier waren ja die zwei Typen. Glaube ich dann eher nicht dran. Dann haben wir das ganze Level doch sehr gut gemacht bis jetzt. Wenn jetzt nichts mehr passiert, dann bin ich zufrieden mit unserer ersten Darbietung. Hallo. Ah, so ist richtig. Das hier ist die Treppe nach unten, die wir hätten nehmen können. Und dann gibt es hier die Treppe nach oben. Ja, dann sag ich mal danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal schließen wir die Mission hier ab und gehen ins UNETCO-Hauptquartier und werden hoffentlich belobigt für unseren wunderbaren Einsatz. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.